Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute soll es um Buchverfilmungen gehen. Und nein, ich möchte tatsächlich gar nicht meckern über schlechte Buchverfilmungen oder den klassischen Satz bringen, das Buch war aber besser, sondern mir sind in den letzten Wochen, Monaten tatsächlich so ein paar Buchverfilmungen über den Weg gelaufen, wo ich dachte, Mensch, eigentlich sind die tatsächlich besser als das Buch. Und so habe ich ein bisschen rumgekramt in meinem Kopf und tatsächlich 5 Filme gefunden, die ich persönlich besser finde als die Bücher. Ich packe euch Filme und die Bücher natürlich auch unten in die Infobox und würde mich natürlich freuen, wenn wir über die einzelnen Filme ein bisschen in den Kommentaren auch quatschen, beziehungsweise wenn ihr vielleicht tatsächlich auch Buchverfilmungen kennt und habt, wo ihr den Film besser findet als das Buch. Es ist tatsächlich gar nicht ganz so einfach, aber besonders 3 sind mir relativ schnell eingefallen. Und das erste ist Fight Club. Ja, das Buch ist ursprünglich von Chuck Palahniuk und ich habe das Buch irgendwann mal so mit Anfang 20 gelesen. Ich glaube tatsächlich auch vor dem Film. Ich bin darüber irgendwie gestolpert, fragt mich nicht mehr. Ich glaube, das Buch ist auch von 2004 oder 2005. Ich fand den Stil irgendwie sehr merkwürdig. Also ich habe es natürlich nicht mehr so vor Augen, ist ja auch schon irgendwie um die 15, 16 Jahre her. Ich fand, dass die Charaktere sehr merkwürdig sind, habe auch so ein bisschen mir nochmal so vor Augen gehalten und fand auch, dass man wenig Bezug zu den Charakteren hat. Und dann irgendwann kam der Film mit Edward Norton, mit Brad Pitt, verfilmt von David Fincher, mit grandiosen Nebenrollen und ich saß da und dachte, und das ist jetzt tatsächlich das Buch. Ich finde Fight Club als Film wirklich grandios. Ich finde den Mindfuck, wie man so schön sagt, am Ende des Films und auch des Buches kommt im Film viel, viel besser rüber. Ich finde es toll, wie man die Charaktere gezeichnet hat, wie man verschiedene Elemente, die da irgendwie dazu beitragen, dass das Ende so ein Feuerwerk ist, finde ich im Film wahnsinnig gut umgesetzt. Ich mag das Szenenbild. Ich finde die Charaktere großartig getroffen. Also wirklich Edward Norton und Brad Pitt, das ist der Hammer, was da an Schauspielkunst zu sehen ist. Wir haben Helen Bonham Carter, wir haben Meat Love, wir haben Jared Leto, verschiedenste andere Charaktere in den Nebenrollen. Und in dieser Geschichte, wo es ja darum geht, dass ein Mann ja so ein bisschen im IKEA zu Hause keinen Schlaf mehr findet, überarbeitet ist, gefühlt immer wach ist, der dann aber irgendwie seine Ruhe findet in Selbsthilfegruppen und dann aber so eine gewisse Revolution in ihnen aufbrennt und wirklich gesellschaftskritisch ist, finde ich wirklich, hat David Fincher großartig umgesetzt. Also definitiv ein Film, den ich auch vor kurzem erst gesehen habe, wo ich denke, ich weiß noch, wie merkwürdig ich das Buch in Erinnerung habe und wie ich wirklich damals aus dem Kino raus bin und dachte, großartig, wie konnte man aus diesem Buch diesen Film machen. Natürlich kann es sein, das würde ich das Buch heute lesen, dass ich vielleicht damals auch wirklich einfach mit Anfang 20 zu jung war, dass man Dinge anders gesehen hat als heute mit Ende 30, möchte ich gar nicht in Frage stellen. Aber ich habe nochmal ein anderes Buch des Autors gelesen und da kann ich mich auch nur vage dran erinnern. Also dementsprechend war es wahrscheinlich auch kein so richtiger Knaller. Relativ schnell ist mir dann auch Der Teufel trägt Prada eingefallen und ich weiß gar nicht, ob man tatsächlich weiß, dass es da ursprünglich ein Buch von Lauren Weisberger gibt, denn man sagt ja, dass die Geschichte um die Assistentin von Miranda Priestley, wie Meryl Streep ja im Film heißt, dass das ja eine wahre Geschichte sein soll, dass wir hier ja auch die Vogue-Chefin als Vorbild haben, die ja durchaus auch so bekannt ist, dass sie ein bisschen strenger und tougher und fescher sozusagen unterwegs ist. Das Buch ist auch aus Anfang der 2000er, ich glaube, kam 2-3 Jahre vor dem Film, der, glaube ich, auch 2007 rauskam, kam das Buch raus und ich habe das Buch auch vor dem Film gelesen. Ich war damals ja noch so ein bisschen in diesem Sex and the City Feeling und da war man natürlich auf der Suche nach Geschichten, die irgendwie in New York City spielten und dann ist irgendwie bekannt geworden, dass es eben die Verfilmung geben wird und dann, wie das so als klassischer Buchleser ist, liest man natürlich vorher das Buch und ich dachte so richtig, war jetzt auch nicht so spannend. Also natürlich gibt es vereinzelte Szenen, die im Film vorkommen, natürlich auch im Buch und die findet man auch gut, die waren humorvoll, aber so, ich persönlich finde wirklich, dass Meryl Streep und Anne Hathaway wahnsinnig grandios hier besetzt sind, auch Emily Blunt
als ursprünglich erste Assistentin von Emilia Priestley. Ich finde diesen Cast großartig. Und diese Spitzzüngigkeit, diesen Sarkasmus, dieses Wichtignehmen von eigentlich Unwichtigen, was ja vielleicht Mode für den einen oder anderen ist. Ich finde, das kommt in diesem Film großartig rüber. Diese Intrigenspinnerei, dieses nach oben arbeiten, was es auch kostet, wenn man erfolgreich sein möchte. Und man merkt schon im Buch, dass natürlich Lauren Weisberger schon ihre Erfahrungen mitbringt. Das ist natürlich kein 1:1 echter Lebensbericht. Aber ich fand es ein bisschen tröge. Zudem fand ich auch, dass ihre Partnerschaft im Buch viel mehr hervorgehoben wurde, viel mehr Probleme gemacht hat, auch die Beziehung zu ihren Eltern. Und das ist ja im Film wirklich eher nur ein Randthema. Man hat so ein bisschen diese Nebenstories, die es gibt, wirklich weggelassen, was in dem Fall wirklich gut ist, und den Film sehr auf den Punkt gebracht. Grandioser Soundtrack, tolles Bild, eine wahnsinnig tolle Anne Hathaway und Meryl Streep und auch Emilia Blunt, muss man hier wirklich sagen, die drei sind ein Wahnsinnstrio. Wirklich on point, definitiv eine grandiose Buchverfilmung, die besser ist als das doch etwas langweiligere Buch. Ich weiß, dass es mittlerweile auch eine Fortsetzung im Buch zumindest gibt. Da habe ich aber tatsächlich gar nicht mehr irgendwie drauf geguckt oder mir das angeschaut oder gelesen. Dann kommen wir zu einer Buchreihe, die in den 1980ern gestartet ist, nämlich die Bourne-Identität-Reihe von Robert Ludlum. Ich habe damals den ersten Bourne-Identität gesehen mit Matt Damon und Franka Potente, muss auch so gefühlt fast 20 Jahre her sein, und dachte mir, wow, was gibt es da für viele Bücher zu diesem Universum? Und habe dann mit dem ersten Band angefangen und dachte so, ja, okay. Ja, es ist so, dass in dem Buch tatsächlich, natürlich merkt man, dass es einfach 1980 geschrieben ist, also natürlich einen gewissen Stil einfach hatte, der in den 80ern unterwegs war, mit dem man natürlich einen Film aus den 2000er nicht ganz so vergleichen kann. Es gibt auch irgendwie 10 bis 12 Bände, zum Teil sind die auch nach dem Tod des Autoren weitergesponnen worden, wo man dann eben in dem Stile weiterschreibt, um eben Bourne am Leben zu erhalten. Wurden unglaublich viele Geschichten veröffentlicht. Ich habe damals den ersten Band nicht mal zu Ende gelesen. Also ich habe den Film gesehen, fand ihn großartig und dachte so, jetzt hast du hier eine grandiose Buchreihe vor dir. Und ich fand Jason Bourne, der ja dieser Einzelkämpfer ja eigentlich, der hier wirklich eine Kampfmaschine ist, der sein Gedächtnis verliert, der nach und nach aber irgendwie versucht herauszufinden, wer er eigentlich ist. Ich fand das so spannend und wollte von diesem Charakter mehr. Und der Buchcharakter war aber dann doch ein bisschen anders. Und ja, ich finde wirklich, dass hier die Verfilmung großartig ist. Es ist spannend, es ist packend, es ist toll inszeniert, besonders der erste Teil. Ich finde auch noch, dass der zweite Teil gelungen ist. Beim dritten Teil bin ich dann schon so ein bisschen, wo ich denke, ja, jetzt übertreiben wir aber ein bisschen. Der vierte Teil ist ja dann, glaube ich, ohne Matt Damon, ohne Jason Bourne. Dann gibt es ja noch einen theoretisch vierten oder fünften Teil, je nachdem, wie man es betrachtet. Ich glaube, den habe ich gar nicht mehr gesehen. Also ja, aber der erste Film ist grandioser Actionfilm, wie man ihn sich wünscht, mit wahnsinnig tollen Szenen in der Kampfkunst, in wie man ein Fluchtauto fährt und auch einem sehr jungen Matt Damon, der das aber schon wahnsinnig gut befüllt, diese Rolle. Und ja, das Buch hat mir das nicht gegeben. Also ich habe das Buch dann, ich glaube, nicht mal zur Hälfte gelesen und dachte mir irgendwo, wo ist denn dieser Jason Bourne, auf den ich hier warte? Und leider, leider. Dann kommen wir zu einer Novelle von F. Scott Fitzgerald, nämlich Der seltsame Fall des Benjamin Button. Das Buch, muss man sagen, ist tatsächlich fast 100 Jahre alt und ist aus irgendwie den 1920er Jahre. Es ist auch eher eine Novelle mit knapp 70 oder 80 Seiten und hatte ich mal in einer Sammlung von Novellen von Fitzgerald, die ich mal vor langer, langer Zeit super gerne gelesen habe. Und ich hatte diese Geschichte auch irgendwann vorher gelesen und dann gab es einen Film 2009 mit Brad Pitt und Cate Blanchett und ich saß in diesem Film und dachte mir, das kommt dir doch irgendwie bekannt vor. Ja, da denkt man sich erstmal noch nicht so viel dabei, da denkt man auch, ja, wahrscheinlich hast du da irgendwie schon mal was davon gehört, vielleicht ist es auch eine Neuverfilmung, ebenfalls eine Verfilmung von David Fincher. Und dann konnte man natürlich im Jahr 2009 oder 10 schon wunderbar auch mal das Internet befragen und das ist eine Novelle von Fitzgerald.
ich würde jetzt gar nicht sagen, dass die Novelle schlecht ist. Ich würde einfach nur sagen, dass der Film besser ist. Die Novelle ist sehr komprimiert und wir haben hier ja Benjamin Button, der als alter Mann sozusagen auf die Welt kommt, irgendwo in seinen 80ern scheinbar ist und die Entwicklung rückwärts läuft. Das heißt, er wird zwar geistig älter, ja, also, ne, aber vom Körper eben jünger. Und wir haben hier natürlich verschiedenste Thematiken, die aufgegriffen werden, auch die Freundschaften, die entstehen, wie das mit seinen Eltern irgendwie ist und so weiter. Also spannende Themen. Es ist eine sehr langsam erzählte Geschichte, durchaus auch im Film. Man hat hier wirklich den Wert auf die Atmosphäre gelegt, auf die Charakterentwicklung, auf das Miteinander, auf Dialoge, auf Historisches, was eben auch uns erzählt wird, was natürlich in dieser Zeit passiert ist. Und im Grunde endet die Geschichte 2009, wo dann auch Hurricane Katrina unterwegs ist, den man hier in den Film auch eingebaut hat. Und ich muss sagen, ich fand das groß. Ich fand das episch. Ich fand das einen wahnsinnig engen, tollen Film, der mich 3 Stunden lang richtig gut unterhält, der wie gesagt nicht unbedingt spannend ist oder packend oder actionreich, sondern der wirklich lebt von diesen Charakteren, von diesen Momentaufnahmen, und dazu hat man natürlich einen grandiosen Brad Pitt und eine wahnsinnig tolle Kate Blanchett, die ich über alles liebe, und beide Schauspieler sind hier wirklich irgendwie im Höhepunkt ihrer Zeit. Und es ist wirklich richtig, richtig toll, was da auf der Leinwand geschieht, was man aus 70, 80 Seiten Novelle im Grunde zaubern kann. Und rückblickend, wenn ich an diese Novelle denke, beziehungsweise ich habe dann damals in meine Sammlung auch nachgeguckt und mal noch so ein bisschen reingelesen, es wurde halt viel schneller erzählt. Also man kann sich das jetzt natürlich vorstellen, dass wenn man hier irgendwie 80 Jahre auf 80 Seiten packt, dass da nicht viel Zeit ist, um wirklich in die Charaktere einzusteigen, dass wir eher Auszüge von verschiedenen wichtigen Terminen haben oder Zeiten haben, aber eben nicht so viel drumherum erzählen. Und das hat der Film großartig gemacht. Und jeder, der denkt, 3 Stunden ist so viel Lebenszeit, nein, schaut euch diesen Film an. Wirklich grandios. Auch die Novelle ist gut, aber für mich ist der Film hier definitiv um Längen besser. Und das letzte Beispiel, da schmerzt jetzt wahrscheinlich so auch das Klassikerherz von so manch einem. Es ist nämlich eine Buchverfilmung von Truman Capote, ein wahnsinnig irrer Autor, das muss man tatsächlich auch einfach so sagen. Es gibt auch eine grandiose Verfilmung zu Capotes Leben mit J. Seymour Hoffman, Michael J., na, wie heißt der mit Vornamen? Ihr wisst, wem ich meine. Mittlerweile auch schon verstorben. Und zwar geht es um Frühstück bei Tiffany. Das Buch ist aus den Ende der 1950er Jahre. Ich habe einige Bücher des Autors gelesen und natürlich bin ich auch über Frühstück bei Tiffany gestolpert und kriege nicht mehr ganz so zusammen, was zuerst war. Ich glaube tatsächlich, dass ich zuerst den Film gesehen habe, der in den 1960ern spielt, also relativ nah am Buch ist auch die Verfilmung mit Audrey Hepburn und George Peppert entstanden. Und wir treffen hier auf Holly Golightly, die ja, ein bisschen verrückt anmutet, die ein wahnsinniges Luxusleben führt, eigentlich aber gar kein so richtiges Geld hat, Probleme auch mit ihrer Vergangenheit hat. Es gibt auch Themen, die sie mit ihrem Bruder hat, und dann gibt es so eine Liebesgeschichte. Und dann gibt es ganz bekannt natürlich Moon River, ein Lied, das extra für Audrey Hepburn geschrieben wurde, was sie da drin auch auf der Gitarre spielt. Und ich glaube, da bei diesem Lied bekommen wir alle irgendwie so einen nostalgischen Moment. Und ich habe jetzt so in Erinnerung, erst den Film gesehen zu haben und dann das Buch gelesen zu haben. Und ich konnte mit dem Buch tatsächlich nicht so viel anfangen. Es war sehr, sehr langweilig. Es war mir an mancher Stelle auch zu abgedreht. Also hat der Film schon so den ein oder anderen weirden Moment. Fand ich das im Buch noch extremer. Und vielleicht lag es tatsächlich auch an der Ich-Perspektive im Buch, die aber uns ja nicht Holly Golightly zeigt, sondern ja eben der Charakter von George Peppard, auf dessen Namen ich nicht komme, den Holly immer Fred nennt, obwohl er eigentlich nicht Fred heißt. Ja, und zudem gibt es auch eine Katze, die einfach Katze heißt oder Kater heißt, auch, ja, auf jeden Fall, ja, alles etwas wirr. Kann ich mich daran erinnern, dass mir das Buch nicht so gefallen hat, wie ich es gelesen habe und immer mal drin dachte, was lese ich hier eigentlich? Ich andere Bücher von Capote durchaus besser und lesenswerter fand, hier aber einfach die Verfilmung wirklich grandios ist und einfach richtig, richtig schön ist und ja, also auch einfach so diesen Klassiker-Effekt hat und dieses Nostalgie
rüberbringt und ja, richtig schön. Ich finde, der geht auch heute noch. Ich finde, das ist ein unsterblicher Klassiker, den man sich eben auch irgendwie, sind es dann 60 Jahre, oh mein Gott, ja, 60 Jahre später eben, es sind echt 60 Jahre. Wer denkt, dass es irgendwie nur 40 sind? Ja, irgendwie bin ich auch in der Zeitfuge verkehrt. Ja, aber absolute Empfehlung für den Film. Das Buch muss meiner Meinung nach nicht unbedingt sein. Und das waren sie jetzt, 5 Buchverfilmungen, die ich besser finde als ja, das eigentliche Buch, als den Ursprung der Geschichte. Ich bin sehr neugierig, was ihr zu den 5 Filmen sagt, beziehungsweise welche Buchverfilmungen ihr vielleicht noch habt und sagt, Mensch, die ist auf jeden Fall auch besser als das Buch. Würde mich super interessieren. Ich bin mega gespannt, was ihr in die Kommentare schreibt. Schaut gerne in die Infobox, da verlinke ich euch Bücher und Filme und schaut in den einen oder anderen Film super gerne auch mal rein. Und jetzt danke ich euch fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut, tschüss, eure Steffi.